Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Infovideo dabei seid. Heute geht es um das Thema Handy-Abo-Fallen. So holen Handykunden ihr Geld zurück. Mobilfunkunternehmen verdienen weiterhin an Drittanbieterleistungen. Einige verstoßen sogar gegen geltendes Recht. Bestehende Regelungen werden immer wieder ausgehebelt. Mobiles Bezahlen über die Mobilfunkabrechnung. Über die Mobilfunkabrechnung kannst du das bezahlen, was du per Handy im Internet gekauft oder abonniert hast. Wie zum Beispiel Spiele oder Videos. Dieser Beitrag wird zusammen mit den Telefongebühren von deinem Konto abgebucht. Das kann sinnvoll sein. Zum Beispiel beim Bezahlen von Parktickets, Fahrkarten und Zeitschriftenartikeln aus dem Netz. Doch die Gefahr, in eine Abo-Falle zu geraten, ist groß. Da meist auch andere Zahlungsmethoden wie Kreditkarte oder PayPal angeboten werden, ist es sinnvoll, eine Drittanbietersperre einzurichten. Neue Regelungen sollen Handy-Abo-Fallen verhindern. Seit Jahren beschweren sich Kunden darüber, dass ihnen Käufe untergeschoben werden. Also, dass sie für Dinge zur Kasse gebeten werden, die sie nie gekauft haben. Aus diesem Grund müssen Mobilfunkunternehmen seit dem 1. Februar 2020 beim Abschluss eines Abonnements das sogenannte Rediktverfahren verwenden. Wenn du bei einem Drittanbieter auf deinem Smartphone etwas abonnierst, zum Beispiel Videos oder Börsennews, wirst du auf eine Internetseite des Mobilfunkanbieters weitergeleitet. Hier schließt du den Kauf dann ab, indem du auf einen eindeutigen beschrifteten Button, wie zum Beispiel zahlungspflichtig bestellen, klicken musst. Dieses Verfahren wurde von der Bundesnetzagentur so vorgeschrieben. Für Einzelkäufe sind auch andere Verfahren zulässig. Dennoch werden Kunden weiterhin betrogen. Was ist zu beachten? Nicht bezahlen. Zahle auf keinen Fall. Wenn du nichts bestellt hast, bestreite schriftlich gegenüber dem Mobilfunkunternehmen und dem Drittanbieter, dass ein Vertrag zustande gekommen ist. Nutze dafür einen praktischen Musterbrief aus dem Internet. Vorhergehensweise: Mobilfunkanbieter weisen Kunden oft ab, wenn sie sich gegen diese Abo-Fallen wehren möchten. Seit Februar 2020 muss der Anbieter auf deine Beschwerde hin unberechtigt abgebuchtes Geld für vermeintliche Leistungen Dritter unbürokratisch auf der nächsten Handyrechnung gutschreiben. Tut er das nicht, solltest du nachhaken. Fordere, dass dir das Geld zurückerstattet wird. Sagt der Mobilfunkanbieter die Gutschrift nicht binnen 2 Wochen zu, lass den gesamten abgebuchten Rechnungsbetrag von deiner Bank zurückholen. Überweise dann nur den Betrag für die eigentliche Telefonkostenleistung, abzüglich des Geldes für den Drittanbieter. Achte darauf, dass du mit den eigentlichen Telefonkosten nicht in Rückstand kommst. Also, dass du auch wirklich das Geld bezahlst, was du bezahlen musst. Und rechne lediglich den Betrag, der zu viel abgebucht werden sollte, wieder zurück. Kommuniziere am besten grundsätzlich nur schriftlich. Spare dir den Anruf beim Drittanbieter. Dort wirst du abgewimmelt. So die Erfahrungen vieler einzelner Kunden von Telekommunikationsunternehmen. Dies gilt oft auch für Anrufe beim Mobilfunkanbieter. Auch hier gilt, schriftlich kommt man dort meistens am weitesten. Lasse dich grundsätzlich nicht beirren. Wenn dein Anbieter als angeblichen Bestellnachweis nur eine unplausible Zusammenstellung von Zahlen und Buchstaben vorlegt, das ist kein Beweis, dass du wesentlich und wissentlich und vor allem willentlich etwas bestellt hast. Nachweise für eine angebliche Bestellung sind manipulierbar.
Das zeigen auch Urteile des Amtsgerichts in Düsseldorf gegen Verantwortliche des Drittanbieters Kellfisch oder Selfish. Erstelle eine Anzeige bei der Polizei. Zeige den Anbieter der Leistung, die du nicht bestellt hast, wegen Betruges bei der Polizei an. Eine Anzeige kannst du bei deiner örtlichen Polizeibehörde auch online erstatten. Außerdem solltest du Beschwerde einreichen. Beschwere dich bei der Bundesnetzagentur. Hierfür gibt es eine E-Mail-Adresse. Die E-Mail-Adresse lautet rufnummernmissbrauch@bneta.de. Aber Achtung! Beantrage keine Schlichtung, sondern reiche eine Beschwerde ein. Sonst wirst du aus formalen Gründen einfach abgewiesen. Sperre die Abbuchung von Drittanbietern. Lass von deinem Mobilfunkanbieter unbedingt eine Drittanbietersperre einrichten. Er ist dazu verpflichtet, wenn du dies online, per E-Mail oder telefonisch verlangst. So bist du sicher vor Überraschungen. Sie muss auch dann greifen, wenn der Leistungsanbieter selbst eine Mobilfunkfirma ist. Du kannst eine andere Bezahlfunktion nutzen, wie etwa eine Bezahl-App, Kreditkarte oder PayPal. Eine Drittanbietersperre kannst du auch ganz einfach telefonisch schon im Voraus, also quasi jetzt, bevor der Betrug passiert ist, bei deinem Mobilfunkanbieter beantragen. Dies muss dir der Mobilfunkanbieter kostenlos auf deinem Kundenkonto einrichten, sodass solche Abos gar nicht erst zustande kommen können. Seit vielen Jahren verhindern Mobilfunkfirmen eine wirksame Schutzfunktion für Kunden beim Bezahlen über dein Smartphone mit der Smartphone-Rechnung. So funktioniert das Geschäft mit den Handybestellungen. Drei Firmen sind am Geschäft mit Drittanbietern beteiligt. Und alle drei verdienen, auch an ungewollten Käufen. Mobilfunkfirma, Abrechnungsdienstleister und der Drittanbieter. Mobilfunkfirmen geben vor, dass es sich beim mobilen Bezahlen nur um eine Angelegenheit zwischen Kunden und Drittanbieter handelt. Trotzdem treiben sie Drittanbieterforderungen dreist ein. Verärgern selbst treue Kunden. Überziehen sie mit Mahnungen und Schrecken. Auch vor Anschlusssperrungen sind Mobilfunkanbieter in der Vergangenheit nicht zurückgeschreckt. Der Grund: Mobilfunkfirmen verdienen kräftig an diesem Geschäft mit. Dahinter steckt das Prinzip Mobilfunkfirma, Drittanbieter und ein dazwischen geschalteter Abrechnungsdienstleister, also auch Aggressor genannt. Teilt das Geld untereinander, also diese drei Punkte teilen sich das Geld untereinander auf. Diese Bezahlform bietet allerdings seit jener Möglichkeit für jede Menge Betrug. Neue Vorgabe soll Kundenrechte stärken. Laut Vorgabe der Bundesnetzagentur sollen Mobilfunkfirmen endlich etwas tun, was sie nach geltendem Recht schon immer hätten tun müssen. Kunden nicht abwimmeln, sondern sich um ihre Reklamation kümmern. Nach einer Reklamation bei deiner Mobilfunkfirma sollte der Kunde das Geld bis zu einem Betrag von 50 Euro unbürokratisch jederzeit zurückerhalten können. Dies gilt allerdings nur, wenn das Rediktverfahren beim Bezahlen nicht angewandt wurde oder sich die Kunden nicht vorher beim Drittanbieter mit einem Benutzernamen registriert haben. Große Schlupflöcher für Betrug. Doch der neue Schutz ist lückenhaft. Bei einer Kundin griff die Betrugsmasche sogar, obwohl ihre SIM-Karte nie in ihrem Handy steckte. Über die SIM-Karte können nicht nur seriöse Drittanbieter, sondern auch Betrügerfirmen auf die Telefonnummer zugreifen und dann über die Handyrechnung Geld abkassieren. Mobilcom Debitel berechnete der Kundin 70,80 Euro für Drittanbieter-Sonderdienste der Schweizer Firma Intermax Group. Doch sie hat ihre SIM-Karte, die dazugehört, noch nie benutzt und noch nie in ein Telefon eingelegt. Abzocke über ungenutzte SIM-Karten.
Sie hatte die SIM-Karte im Januar 2011 bekommen, als sie bei Vodafone einen Festnetzanschluss abschloss. Mobilfunk-Debitel-Kunden telefonieren über das Vodafone-Netz. Die Karte war in dem Vertragspaket enthalten, sagte die Kundin. Das Paket sei damals günstiger gewesen als der Festnetzanschluss allein. 2011 hatte die Kundin noch kein Handy. Heute telefoniert sie mobil über einen anderen Anbieter als Mobilcom Debitel. Die eingeschweißte SIM-Karte liegt seit 10 Jahren in der Schublade. Dennoch bekam sie einfach eine Rechnung von Mobilcom Debitel. Mobilfunkanbieter wimmeln Kunden ab. Bei Reklamationen wimmeln Mobilfunkanbieter Kunden oft mit dieser Begründung ab. Die Rechnung sei richtig, da ihre Rufnummer, ihre SIM-Karte eindeutig zugeordnet werden kann. Das stimmt. Zweck einer SIM-Karte ist es, dem Mobilfunknutzer seine Telefonnummer zuzuordnen, um die Telefonkosten korrekt abzurechnen. Rein technisch gesehen reicht diese Zuordnung also, um das Geld für Drittanbieterdienstleistungen mit der Handyrechnung abzubuchen. Allerdings ist dies nicht erlaubt. Regelungen werden ausgehebelt. Die Bundesnetzagentur hat für das mobile Bezahlen die gerade erwähnten Verfahren vorgeschrieben. An die Mobilfunkfirma seit Februar 2020 gebunden sind. Doch diese Regelung wird immer wieder ausgehebelt, auch bei einfach mit der Ausrede, dass die Rechnung so schon stimme. Mobilcom fordert Geld für sich selbst. In der Kommunikation mit einer Kundin verwickelte sich Mobilcom Debitel in Widersprüche. So schrieb die Firma an ihre Kundin, sie weise die durch den Drittanbieter abgerechneten Leistungen nur auf der Rechnungen aus und fordere das Geld ein. Die Leistung von Mobilcom Debitel beschränkt sich ausschließlich auf die Bereitstellung des technischen Zugangs. In einer anderen E-Mail von Mobilcom Debitel an die Kundin ist dann nicht mehr von einem Drittanbieter die Rede, sondern von angeblich abonnierten Infodiensten oder Mehrzweck- oder Mehrweg- oder Mehrwertdiensten. Weiter heißt es, erlauben Sie mir abschließend den Hinweis, dass die aktivierte Drittanbietersperre für solche Dienste nicht greift. Der Anbieter Moland gehört zum Mobilcom Debitel, wie ein Blick ins Impressum auf der Internetseite zeigt. Also, Mobilcom Debitel fordert hier nicht Geld, wie zunächst behauptet, für einen anderen Anbieter, sondern für sich selbst. Und die Kundin konnte diese unerwünschten Dienste zunächst nicht sperren, obwohl sie ein Recht auf eine Drittanbietersperre hat. Die Drittanbietersperre muss der Telekommunikationsanbieter übrigens nach § 45d Absatz 3 des Telekommunikationsgesetzes jederzeit einrichten. Wie bereits erwähnt, schrieb die Bundesnetzagentur in ihrer seit Februar 2020 geltenden Regelung ausdrücklich, dass sich Verbraucher nicht an den Drittanbieter wenden müssen. Vielmehr haben sich die Mobilfunkfirmen um die Beschwerde zu kümmern. Offenbar kennt die Bundesnetzagentur allerdings ihre eigenen Bestimmungen nicht, denn sie hilft den Kunden nicht. Unerwünschte Abos auch per Werbeanruf. Mit unerwünschten Werbeanrufen werden Menschen ebenfalls in Abo-Fallen gelockt. So liegen hier auch bereits wieder Beschwerden von Mobilfunk oder Mobilcom Debitel vor, denen Hörbücher oder sonstige Streaming-Abos einfach untergejubelt wurden, obwohl sie nichts kaufen wollten. Dies geht aus vielen Kundenbeschwerden aus dem Internet hervor. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Infovideo wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte und dass niemand von euch oder eurem Umfeld auf diese oder eine andere Masche hereinfällt. Informiert daher alle Menschen in eurer Umgebung, dass es diese Maschen und vor allem auch die Drittanbietersperre gibt.
Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden am Ende von diesen gemeinen Maschen betroffen sein. Klar ist, dass wir nicht immer alle schützen können. Und klar ist auch, dass wir nie alle verstehen werden, wie man in so eine Situation hereinkommen kann. Allerdings gibt es sie, die Opfer. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere gerne den Kanal, wenn du auch in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten gleich mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es was Neues auf dem Kanal gibt. Wenn du magst, dann klicke noch gerne auf das letzte Video oder schau dir doch gleich die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Thank you.